Willkommen zurück hier bei Feuer um Mitternacht, einem Let's Play, das als Together begann und jetzt ganz allein weitergeführt wird. Für all diejenigen, die es noch nicht von die Gräfin und die Spinne wissen, hier jetzt einfach mal die nächste Information zu Steve. Der befindet sich derzeit im Krankenhaus, der weitere Verlauf ist derzeit noch ungewiss. Es wird allerdings noch mindestens 4 Wochen dauern, bis er wieder bei uns sein wird. Und ich habe mich jetzt einfach dazu entschlossen, dieses Let's Play jetzt einfach allein weiterzumachen. Es ist sehr traurig, aber was soll ich jetzt einfach machen? Ich kann jetzt nicht einfach ewig lang warten und alles hinten anstellen. Und deswegen, ich werde einfach mit Vampire's Dawn 2 warten, bis Steve wieder da ist. Und mich dann mit ihm auf dieses Projekt konzentrieren. Und einfach gucken, dass wir vielleicht zwischendurch mal irgendwie das ein oder andere Trash-Game noch zocken. Und dabei belassen wir es dann einfach. Und Feuer um Mitternacht kümmere ich mich jetzt einfach selbst. In den Kommentaren wurde mir schon geschrieben, dass ich hier im Weinkeller eine Kiste übersehen habe. Die will ich mir logischerweise noch holen. Ansonsten ist der Plan, perfekter ist er auch. Ein heiliges Relikt, könnte mir noch nützlich sein. Ansonsten ist der Plan natürlich, dass wir erstmal unsere MP heilen mit den 2 Kastanien, die wir... Ja, super. Haben wir sonst noch irgendwas? Eine Mistel, die heilt direkt 250 MP, das ist irgendwie ganz schön viel. Kaum zu glauben. Aber es fühlt sich so an, als hätte ich mir nicht genug Kastanien gekauft. Und na gut, ich will draußen trotzdem noch die ganzen Viecher platt machen, die das rumlungern. Also zumindest denke ich, dass ich dazu in der Lage sein sollte. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ansonsten... Also ich meine, Respawn tut hier auf jeden Fall nichts. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Ansonsten bleibt natürlich noch die Überlegung, einfach erstmal dem Plot zu folgen und die Viecher später mitzunehmen. Ich gucke mal an, wie stark diese Bisam... Bleib doch mal stehen! Ja, gibt's doch gar nicht hier. Ich meine, es ist doch gut, wenn die Gegner nicht auf einen zurennen. Todesbisam. Melles, Angriff und Lichtbogen. Naja, tatsächlich macht der normale Angriff auch ordentlich Schaden, muss man sagen. Ah, die machen tatsächlich alle gar nicht so viel Schaden mit ihren Zaubersprüchen. Ich greife es einfach mal normal an. Ja, ich glaube, Todesbisam können wir auch einfach so mit Enter wegsmashen. Das ist ganz sinnvoll. Also klar. Ich denke, einmal Melis zu machen, ist schon nicht verkehrt. Wow, wie heißt der noch gleich? Kayama oder so? Kanama macht mit ihren Angriffen doch schon echt ganz schön ordentlich Schaden. Ich weiß es auch gar nicht so wirklich, was hatten wir uns denn jetzt schon alles angeschaut und was? Ah ja, logisch, von hier kommen wir. Hier wollen wir nicht reingehen. Ich glaube, hier draußen hatten wir uns eigentlich soweit schon so gut es ging umgesehen. Ich glaube, hier hätten wir noch so eine Bisamratte. Das ist die falsche Richtung. Okay, gut, da, dann ist dahin eben doch keine Bisamratte. Tut mir leid. Habe ich mich wohl doch in der Richtung geirrt. Nach oben musste ich aber auch nicht gehen, weil von da bin ich gekommen. Aber ich glaube, hier oben war noch so eine Bisamratte. Die machen wir auch noch platt hier. Bisamratten, weg mit euch. Stellt euch mal vor, ich hätte das mit da alleine machen müssen. Gut, das mit dem Lichtbogen hätte man sich auch schon fast sparen können. Bisamratte stärkt sich. Natürlich die Bisamratte, die nicht hysterisch wird. Oh, was soll's. Ja gut, dann hat Kanama wohl ihren Angriff verschwendet, was soll's. Au, das hat wehgetan. Aber wir tun den Ratten genauso weh. Und ich sollte eigentlich auch mal noch die ganzen anderen Sachen, die wir gefunden haben, mal noch da zur Stärkung geben. Zur Seite springen ist auf jeden Fall immer schlecht, sollten die Gegner bloß nicht machen. Sehr schön. Melisse bekommen, wow, ich habe sogar noch irgendwas für meine Leistung bekommen. Ja, ich speichere mal hier auf Spielstand 9, das wird schon passen. So, was haben wir jetzt alles noch gefunden? Alter Gral, Hebgeist und 5 benutzen wir direkt mal. Und das war es scheinbar auch schon. Ja, das war es erstmal. Na gut. Soll mir auch erstmal recht sein, besser als nichts. Hatte ich mir hier oben schon alles angeschaut? Jetzt bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Schauen wir uns lieber nochmal die ganzen Fässer und Kisten an. Leute, verzeiht, aber das ist eben so, wenn dazwischen irgendwie immer so ein paar Tage sind. Und ich meine, dazwischen müssen auch immer ein paar Tage sein, weil ich muss ja auch erstmal eure Kommentare abwarten. Okay, gut, zugegebenermaßen, heute ist Montag und ich nehme das Video jetzt sozusagen schon mal für die nächsten Tage im Voraus auf. Wobei ich denke, gut, Donnerstag ist ein Feiertag, aber Freitag sollte ich auf jeden Fall auch wieder Zeit zum Aufnehmen haben. Also das sollte auf jeden Fall passen. Morgen am Dienstag hatte ich irgendwas vor.
Morgen habe ich einiges vor, ja. Mittwoch wird es auf jeden Fall gar nicht möglich sein. Deswegen muss man ab und zu auch mal schon im Voraus aufnehmen. Aber ich denke mal, dass ich dann, ja, dann werde ich morgen wahrscheinlich. Das ist immer doof. Ich mag das eigentlich auch nicht so wirklich, Videos schon im Voraus aufzunehmen. Ich muss mal gucken. Ja, wenn nicht, dann gibt es halt am Donnerstag irgendwie kein Video oder so. Wer weiß, vielleicht muss ich das Ganze irgendwie mal verzögern mit der Ausstrahlung oder so. Ach, immer dieses Rumgeplane. Schrecklich, schrecklich. Wow, das sah irgendwie komisch aus, wie der Gegner so durch die Gegend geflutscht ist. Konnten wir da damals nicht irgendwie lang? Also, damals konnten wir da noch nicht lang, oder? Ganz schön viele Bisamratten hier. Ich sehe auch schon, da geht es jemandem nicht so gut, aber wir haben ja genug. Also, was blaue Annika angeht, haben wir viel. Ich habe leider viel zu viele Sachen für HP gekauft und viel zu wenig für MP. Es tut mir leid, Leute, oder vielleicht habe ich die ganzen Sachen auch gefunden. Enter Smash Galore. Ich glaube, ich werde danach einfach mal weiterrennen bis zur nächsten Stadt oder so. Wo mussten wir noch gleich hin? Ach, das Spiel wird uns das ja bestimmt sagen. Ich habe es schon wieder komplett vergessen. Aber ich glaube, es ist irgendeine Stadt, in der wir schon mal waren. Puh, na gut, wir machen mit unseren normalen Angriffen zumindest gegen die Bisamratten schon ordentlich Schaden. Da ist nichts drin. Nichts drin. Nichts drin. Viele Fässer, nichts zu finden. Schade. Aber vielleicht liegt ja hier im Gras irgendwo was rum. Nee. Im hohen Gras verstecken sich die bösen Bisamratten. Da ist auf jeden Fall eine random Hütte. Und ein Speicherpunkt. Schön. Sind wir schon da in der nächsten Stadt? Hier wird anscheinend das Haus zum Verkauf angeboten. Wer zieht denn da freiwillig in diese Gegend? Okay. Es ist wohl niemand zu Hause. Ja, wie auch wenn das Haus zum Verkauf angeboten wird. Aber vielleicht können wir hier Blumen finden. Oder auch nicht. Können wir Steine finden? Nein. Können gar nichts finden. Ja, toll. Ja, weil man immer nicht so wirklich weiß, welche Blumen man jetzt aufsammeln kann und welche nicht, strampel ich einfach über alles drüber. Da sind ganz gemeingefährliche Bienen. Ich glaube, die können wir mitnehmen. Ja. Was auch immer das war. Aber wir haben es eingesagt. Da oben geht es scheinbar nicht lang. Bienen ignorieren, das macht mir Spaß. Wir werden uns. Bestimmt später nochmal. Wenn sie das nicht an das Gegner von weit am Anfang. In nordwestlicher Richtung geht es Richtung Arnis. Müssen wir da hin? Ich habe keine Ahnung, ob ich da hin. Wenn ich jetzt wüsste, ob das Gegner vom Anfang sind oder aktuelle Gegner. Ich bin hier gerade irgendwie ein bisschen verwirrt. Es könnte natürlich auch einfach sein, dass wir im Kreis laufen. Dann ist allerdings die Frage, warum habe ich diese ganzen Blumen noch nicht an mich genommen? Da steht irgendwas rum. Bestimmt noch die eine oder andere Sache übersehen. Da oben liegt eine Kugel rum. Random. Sieht aus wie eine Florenz. Hat wohl jemand hier verloren? Ach, das ist auch eine Florenz. Will wohl keiner mehr hier wohnen. Hier geht es nicht weiter. Ah. Ob diese Steine, die aus dem Boden ragen, irgendeine Bedeutung? Oh Gott. Es kann es sicher weit bis nach Arnis sein. Arnis ist echt verdammt weit weg. Der Arnis der Welt. Moment, dieser Ort kommt mir irgendwie bekannt vor. Da war ich doch erst vor kurzem. Diese Musik kommt mir irgendwie bekannt vor. Habe ich doch schon mal in Vampire's Dawn gehört? Was ist? Bis zu meiner Heimatstadt ist es nicht mehr weit. Komm schon. Du wirst mir doch nicht wieder in Ohnmacht fallen. Blödsinn, ich war nur in Gedanken. Dürfen wir vielleicht doch mal irgendwo rasten? Stoßzahn, alles klar, Stoßzahn. Dann versuchen wir es nochmal mit kleiner Eruption. 120 Schaden ist irgendwie nicht so viel. Okay, versuchen wir es mal mit der Fackel. Mal gucken, wie viel Schaden die im Vergleich dazu macht. 90, ja. Okay, müssen wir auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Na gut, da macht gerade den wenigsten Schaden. Also gibt es hier mal eine grüne Arnika, einen Angriff. Und eine Fackel. Wer weiß, vielleicht schaffen wir es ja den. Nein. Hilft gegen Ohnmacht. Heilt sogar noch 100. Okay, das ist echt ganz ordentlich.
Der Stoßzahn ist schon echt ganz schön stark, muss man mal so sagen. Tja, wir wissen, die Gegner im Spiel können ja maximal 9999. Ja, ich glaube auch, der hat irgendwie so gefühlt 9999 Trefferpunkte. Okay. Dann hier mal so eine rote Annika-Angriff. Ja, sie greift einfach mal nochmal an. Das ist okay, vielleicht sollte sie dann doch die Heilerin werden, falls sie diese Runde überlebt. Gucken wir einfach mal, ob wir den hier irgendwie besiegen können. Ich habe zum Glück gerade eben noch abgespeichert. Stoßzahn wurde getroffen. Cool. Hat nur leider keinen Schaden gemacht, ne? Wenigstens haben wir einige Misteln. Also ich kann den Kampf zumindest noch ein bisschen in die Länge ziehen. Das Problem ist halt, es kostet halt so extrem viele Ressourcen einfach. Okay, zur Seite springen ist nie besonders gut. Das ist schon wieder endlos Kampf hier. Yay, ein Schadenspunkt! Woo! Wir haben einen Schadenspunkt gemacht. Die Sache ist halt auch von der Schadenszahl her sicher, dass der Kampf hier definitiv machbar ist. Ich benutze jetzt hier einfach mal noch. Wo war's? Ich hatte nur noch irgendwas. Das ist 250 hier, die Mistel, die 250 MP heißt. Und dann hoffen wir einfach mal, dass wir vielleicht mit Fackeln ein bisschen mehr Schaden machen können. Leute, wie viele tausend Trefferpunkte hat dieser Gegner? Kann man vielleicht irgendeiner von euch im Maker nachschauen? Weil ansonsten werde ich das, glaube ich, einfach mal noch machen. Ziemlich knappe Geschichte bisher. Wie gesagt, der Gegner kann maximal 9.990 Trefferpunkte haben und das ist, hat eigentlich mehr oder weniger mit meiner Geduld zu tun und was es da am Ende überhaupt als Belohnung Tolles für gibt. Falls ihr euch fragt, ob wir es in dieser Folge noch nach Arnes schaffen werden, ich habe aktuell ehrlich gesagt nicht das Gefühl. Es ist auf jeden Fall hier gerade eine Möglichkeit, echt eine ganze Menge Proviant zu verballern. Laura fällt in Ohnmacht. Cool, danke, danke dafür, dass du den Gegenstand verschwendet hast. Wow, wir haben es geschafft. 1500 Erfahrungspunkte Stoßzahn bekommen. Kanama Stufe 22 erreicht. Ging ja zum Glück nochmal glimpflich aus. Ha, wer weiß, was ich hinter den Gommeln noch alles... Besser, ich gehe da nicht rein. Das ist unglaublich. What the fuck, man? Und dafür bekommen wir nur diesen Stoßzahn, oder... Vielleicht ist der ja richtig geil. Ach, hier unten haben wir auch noch Sachen. Naja, gut, ist egal. Stimmt, ich habe ja damals mal mit Steve diese Sachen gefarmt. Stoßzahn, wo ist er denn? Oder Stoßzahn, besser gesagt. Hier, Stoßzahn. Scharfer Zahn eines seltenen Tieres, cool. Nee, da lade ich lieber nochmal meinen Spielstand. Tut mir leid, dass ich unser aller Lebenszeit verschwendet habe, aber konnte ich ja nicht ahnen, ne? Also doch, bei dem Spiel hätte mir eigentlich alles bewusst sein müssen. Auch hier wieder, der Kampf war äußerst machbar und hier liegt wieder was rum. Wieder eine Florenz. Laufe ich überhaupt gerade in die richtige Richtung? Bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, aber wir finden hier gerade so viel Zeug. Ich nehme einfach mal alles mit. Aus dem Weg, du Pflanze! Um euch kümmere ich mich, wenn ich irgendwann mal irgendwo grinden kann. Jetzt ist es sicher weit bis nach Eldor. Seht, da vorne ist sie schon. Eldor? Sind wir jetzt plötzlich wieder ein Helden? Hört doch Zeit, ich habe schon Blasen an den Füßen. Dann sollten wir uns besser gleich ausrasten. Ah!
Ja, Leute, dreht einfach durch, schmeißt alles durch die Gegend, schreit laut rum. Leute, es wird Zeit zum Ausrasten, hier bei 9 Live, drückt den Hot Button. Kennt ihr die beschissene Antwort, dann drückt auf euer Telefon und ruft an. Jetzt, bevor wir uns die Stadt aushellen. Kommt gar nicht in Frage, ich muss nach Arnis und zwar auf den schnellsten Wege. Wir haben keine Zeit, jetzt Helden zu spielen. Wir sind bei Feuer und Mitternacht. Auf einen halber Tag mehr oder weniger kommt es jetzt auch nicht mehr an. Du Grammatik üben, Yoda, nur weil wir in Eldor sein. Meinetwegen, aber nur kurz. Was ist denn los? Wieso lässt du dich plötzlich so leicht überzeugen? Ich habe bloß keine Lust auf eine endlose Debatte. Also lassen Sie endlich gehen. Wow, cool. Also ich meine, es ist Eldor endlich mal eine Anspielung auf Helden. Und einen Sack, den wir nicht mitnehmen können. Ha, ein Sack! Ha, ein Sack! Damit kann ich mich identifizieren. Ich bin nämlich auch ein Sack. Alles schon verfault, verfault. Auch dieser Apfel ist bereits verfault. Warum sind die Äpfel alle verfault? Ach, ein NPC. Mit dem reden wir mal. Kadama, du bist aber schon früh zurück. Uns hat leider ein Gewitter überrascht, weshalb ich in einer Herberge übernachten musste. Verstehe, dann haben sich deine Eltern umsonst Sorgen gemacht. Ach, seit wann denn das? Zu mir sagen sie immer, ich wäre groß genug, um auf den eigenen Füßen stehen zu können. Du weißt ja, wer Eltern so sein können, aber du hast das nicht von mir gehört. Dieser Weg führt nach Arnis und Lysée. Hätte nie gewagt, dass ich so nah an die Festung komme, ohne entdeckt zu werden. Hey, wohin gehst du? Meine Heimatstadt liegt im Norden. Ja, gut, ist in Ordnung. Können wir jetzt auch hier wieder zurückgehen, oder war das jetzt nur... Okay, war doch keine Einbahnstraße, aber es ist natürlich echt schwierig zu sehen, dass es da weitergeht. Im Gegensatz zu der Untergezogenen. Leute, ich meine ganz ehrlich, hier ist kein Weg oder sowas. Es geht halt einfach hier random die rechts weiter. Das, woher soll man das sehen? Woher soll man das wissen? Das ist... Ja, okay, Leute. Wir befinden uns jetzt auf dem Titelbildschirm von Ocarina of Time. Das einzige Spiel im Übrigen, das 99% Metacritic-Score hat. Lagerraum, unbefugten Betreten verboten. Das hier ist die Stadt namens Lagerraum. Ich liebe Lagerraum. Wir kommen aus Lagerraum. In Lagerraum, warum ist hier alles in All Caps geschrieben? Mystery Lady, wo zum Teufel hast du dich versteckt? Los, komm raus. Du brauchst einen Satz warmer Löffel. Los, ich meine einen Satz warmer Ohren. Und was sind denn die Löffel? Hallo, Kana. Es freut mich, dich gesund wiederzusehen. Wie geht es denn deinen Freunden? Ach, die spielen alle bei Legend of Zelda, Ocarina of Time, bei Breath of the Wild. Das ist viel zu neu. Und das sind alles so extreme Nostalgiker. Und Breath of the Wild hat nur 97%, während Ocarina of Time nur 90% hat. Und das bedeutet ja, dass das Ganze natürlich das bessere Spiel ist, oder? Naja, wir sind gerade in einer schwierigen Lage. Aber mehr darf ich dazu nichts sagen. Wobei, ich habe dir gerade eigentlich alles erzählt. Verstehe, sie sind wohl wieder in geheimen Auftrag unterwegs. Ich hoffe, ihr hört das gerade nicht. Oh, Kana, bist du endlich zurück? Mensch, du sollst mich doch nicht so nennen. Wir sind ja keine Kinder mehr. Ja, hab ich vergessen. Wieso denn? Ich finde deinen Spitznamen ganz süß. Naja, irgendwie hast du ja recht. Aber Laura ist doch auch ein schöner Name. Stimmt, ich mag ihn auch. Und das ist der beste Name von allen. Herr Teufel nochmal, wo bin ich denn da gelandet? In einer Sitcom? Nein, das ist einfach nur Feuer und Mitternacht. Das Nachfolgeprojekt zu Helden. Ein Spiel von Mystery Lady und ich denke, das merkt man auch. Wir befinden uns hier in Endor, eine Stadt, die seit Helden komplett anders aussieht. Aber hey, das ist wahrscheinlich immer noch besser als in der letzten Schlacht der Elfen, wo einfach als Worldbuilding sozusagen irgendwelche Städte übernommen werden. Wo kann man denn hier speichern? Da oben haben wir einen Speicherpunkt. Da ist auch eine offene Tür. Das sieht irgendwie nach Plot aus. Gasthaus! Cool! Können wir da jetzt jederzeit übernachten und dann geht dann der Plot weiter, oder? Sieht erstmal ganz gut aus. Das Leben hier ist wirklich derzeit nicht einfach. Es gibt kaum noch Gäste aus dem Umkreis hier. Dann läuft das Geschäft hier wohl nicht besonders. Seit die Soldaten aus der See hier überall Wachposten aufgestellt haben, kommt hier niemand mehr zu uns. Wem hast du denn da mitgebracht? Der sieht ja richtig attraktiv aus. Dieser Mann und attraktiv? Da muss man aber zweimal hinsehen, um das zu erkennen. Aber immerhin streitet keiner ab, dass er attraktiv ist. Können wir jetzt auch mal hier übernachten? Wenn du morgen noch hier bist, können wir etwas gemeinsam unternehmen. Ich hoffe, du hast was Ordentliches auf dem Kerbholz. Sag mal, sind die ganzen Inseln dieser Welt allesamt nur Fake?
Das ist doch nicht normal, oder? Leute. Hier lag ein Holunder. Leute, das Spiel verarscht mich doch jetzt gerade, oder? Ich will einfach nur mal in einem Inn übernachten. Was ist denn daran so verkehrt? Habe ich etwa falsche Ansprüche an ein Rollenspiel? Was habe ich denn jetzt mitgenommen? Ich weiß es nicht einmal. Leute, das entbehrt doch hier alles jeglicher Logik, oder? Wirklich, ich bin gespannt auf eure Meinungen in den Kommentaren und eure ganzen Daumen nach oben. Leute, diese Ins in dem Spiel sind einfach alle nur Fake. Es wird Zeit zum Ausrasten! Zum Ausrasten! Zum Ausrasten!